Mi amor. Einige Tage später haben sich Barbara, Petra, Horst, Dr. Falken und der Notar aus Puebla im Arbeitszimmer der Hacienda zusammengefunden. Erwartungsvolle Spannung liegt über der Versammlung, denn nun soll Don Ulfs Testament verlesen werden. Auch Pepe ist mit von der Partie, obwohl ihn niemand eingeladen hat. Daran scheint sich niemand zu stören. Niemand bis auf eine. Was will der denn hier? Kriegt er vielleicht auch was? Blödsinn. Liebe Freunde, wir haben uns hier versammelt, um Don Ulfs letzten Willen zu erfahren. Ich verlese also mit Ihrer gütigen Erlaubnis wie folgt. Ich, Ulf Blume, geboren in Ingolstadt am 27. März 1837, wohnhaft in Puebla, Mexiko, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, setze meine Söhne Klaus Blume und Helmut Blume sowie ihre jeweiligen Familien zu meinen Erben ein. Im Einzelnen verfüge ich, dass mein Sohn Klaus die Hacienda und mein Sohn Helmut das Haus in Ingolstadt, Deutschland erhalten sollen. Daran sind jedoch folgende Bedingungen geknüpft. Erstens, die Hacienda darf nicht verkauft werden. Zweitens, alle Familienmitglieder haben weiterhin das Recht, dort zu wohnen und zu arbeiten. Falls Klaus nicht imstande sein sollte, die Geschäfte der Hacienda weiterzuführen, soll Helmut ihn vertreten und umgekehrt. Gegeben von Ulf Blume, Puebla am 15. März 1901. Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass Klaus der Erbe ist. War, der Erbe war. Klaus ist bekanntlich verstorben. Helmut ebenfalls. In der Tat, alle unmittelbaren Nachkommen Don Ulfs sind bereits von uns gegangen. Nicht alle. Ich bin Don Ulfs Sohn. Was? Vorm Arbeitszimmer haben Ignatia und Rosario die Ohren gespitzt und lauschen angestrengt auf das, was hinter verschlossener Tür vor sich geht. Ei, Dios mio, ist das aufregend. Psst, ich kann ja gar nichts verstehen. Was hat er gesagt? Klaus bekommt die Hacienda? Der ist doch längst tot. Und Helmut das Haus? Der ist doch auch längst tot. Wie soll das gehen? Vielleicht kommen die nächsten Verwandten an die Reihe. Jesus Maria, das ist Pepes Chance. Die Hacienda gehört uns. Uns? Jawohl, und Schwester Erz. Und was ist mit Horst, hä? Und dieser Barbara? Pepe ist ein Bastard und weiter nichts. Und wenn schon, ist es sein Recht. Ignacia, du träumst wohl. Shh, Pepe spricht. Ich bin der Sohn von Don Ulf und Iliana Batista. Mein ganzes Leben habe ich auf dieser Hacienda gearbeitet. Da lachen ja die Hühner. Der Stallbursche will Don Ulfs Sohn sein. Nicht so voreilig, Frau Blume. Immerhin hat Don Ulf Pepe als seinen Sohn anerkannt. In der Tat, das kann ich bestätigen. Na und? Er ist und bleibt ein Bastard. Und Bastarde haben keine Rechte, es sei denn, sie werden ausdrücklich im Testament bedacht. Tja, wie können Sie es wagen, so mit mir zu reden? Ich fürchte, ich muss Frau Blume recht geben. Sie sind unehelich, Herr Batista Blume. Und Ihr Name wird im Testament nirgends erwähnt. So leid es mir tut, aber laut Gesetz kommen Sie als Erbe nicht in Frage. Sag ich doch. Tja, aber ich habe ein Recht darauf. Da sind Sie leider im Irrtum. Sie haben lediglich ein Recht darauf, weiter auf der Hacienda zu leben und zu arbeiten. Sie machen einen großen Fehler. Wutentbrannt stürmt Pepe aus dem Zimmer und knallt die Tür hinter sich zu, wobei er um ein Haar Rosario und Ignacia über den Haufen rennt. Er wendet sich brüsk Ignacia zu und der Blick in seinen Augen lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Pepe! Che vergüenza! Nie wurde ich so gedemütigt! Pepe! Suéltame! Lass mich in Ruhe! Pepe! Lass ihn doch gehen. Aber... Tja, ich hab's gleich gesagt. Cállate, was weißt du schon? Bin ich jetzt vielleicht schuld? Du nicht. Aber diese Barbara, die wird in der Hölle schmoren. Aber Ignacia, was kannst du schon tun? Lass das meine Sorge sein. Und jetzt machen wir unsere Arbeit fertig, bevor Mutter zurückkommt.